krass. Boah, das war geil. Auf einmal fährt mir da ein Auto vor. Ah ja, genau, da kam K1, genau. Ja, Mann, geil, das war krass, Wanda. Das war richtig krass. Was geht ab, meine lieben Freunde? Wir sind die Jungs von Partybruder und wir reacten jetzt auf die Folge. Peace. Jungs, wir haben noch nie meinen Geburtstag zusammen gefeiert, ne? Letztes Jahr gerade so voll hoffnungsvoll an. Boah, Moro, dein Hemd, dieses Hemd war legendär. Das war legendär, ja. Dieses Hemd hat viele Geschichten. Wir sagen ihm einfach gar nichts und wir machen einfach eine Überraschungsparty. Für Annela eine standesgemäße Party ist viele Leute. Geile Bräute. Mo versteht einfach nichts. Guck mal, Bruder, da hast du auch am Laptop geguckt, ja, gegoogelt und so weiter. Geldbündel hier, Geldbündel da. Mir gibt es Blenden, die Welt küsst mein Name. Schöne Grüße an Kay. Das ist das Haus für die Party, Bruder, ich sehe das schon. Aber die haben euch nicht mal reingelassen, die Wichser-Spießer, ne? Aber jetzt leben wir auch in solchen Häusern. Oder haben wir uns da gedacht, da irgendwelchen Leuten zu gehen und fragen, ob die uns zu reden? Weil ehrlich, Bruder, was für eine Zeit, Digga, ohne Airbnb. Heute brauchen wir das nicht mehr, heute haben wir eine Villa. Ja, Wallah, Alhamdulillah. Wir haben unser Leben hart erarbeitet. Oder keiner lässt uns hier rein. Bullet, wir haben schon 10 Villen oder so abgeklappert. Ihr müsst auf jeden Fall eine neue Location dann klar machen, wenn das nicht klappt. Krass, kriegen wir das nicht hin. Wir kriegen das nicht hin. Der hat nicht mal seinen Abschluss und der redet. Der hat seinem Vater von Sportfest eine Teilnehmerurkunde gezeigt und sagt, das ist mein Zeugnis. Steven. Ach ja, ne, das stimmt, ne? Was ist mit dem passiert eigentlich für Leute? Ich hab an deinen Partybus gedacht, ja? Aber ganz ehrlich, wer macht denn auch so eine coole Party? Hat sie schon was. Also ich würde das mehr heutzutage feiern als irgendwie so ein Club oder so. So mal was anderes, ne? Ja, so Open Air, so. Party, Bus, Party, Bus. Ey Jungs, Walla, ne, was für eine Zeit, Digga. Ich schwör auf Koran, ja. Da war die Welt noch in Ordnung. Walla, sag mal ehrlich, da war wirklich die Welt noch in Ordnung. Wir waren jung und dumm, Digga, Alter. Jung, wild und real, ja. Boah, das war die krasseste Folge, Digga, ja. Ab da bin ich auf einmal aufgewacht, Digga. Ich war einfach ein Star, Digga. Ach, das waren die, die wir aus Diamonds abgeschleppt haben, glaube ich, wir sind einfach mit dem, stimmt, wir sind einfach mit dem Partybus durch Bobbeck gefahren. Ja, normal. Ja, wir sind doch damit durchgefahren. Was ging denn da ab? Das habe ich alles schon vergessen. Ich dachte, jetzt geht's los, ja. 10, 9, boah, bei Steven auf dem Hinterhof, ne? Da. Guck mal, wie der macht, der erschreckt sich jetzt. Immer eigentlich so, Wallah. Wie so ein Dinosaurier. Ja. Geil, Alter. Boah, wie viel Emotionen du gezeigt hast. Wir haben uns da den Arsch aufgerissen, der so geil, Alter. Ich hab dich getragen wie eine Frau, Werek. Aber das war wirklich eine richtig krasse Party. 100.000 Partys gefeiert, aber das war die geilste. Oh, Moho. Oh, da warst du noch. Ich bin der Adler, ich bin die Legende. Wallah, du bist die Legende, Digga. Die leben der Legende. Bruce Lee ist tot, aber ich lebe. Krass. Boah, das war geil. Auf einmal fährt mir da ein Auto vor. Ich dachte natürlich erstmal, das ist der Besitzer. Und auf einmal. Ah ja, genau, da kam K1, genau. Ja, Mann, geil, das war krass, Wallah. Das war richtig krass. Da war die Welt noch heile, ja. Schöne Grüße, Kay, Kenneth, Bruder. Da gab's noch kein Corona. Dankeschön. Ja, Mann. Guck, da kommt man noch Kuss links, rechts geben, da gab's noch kein Corona. Prinz K1 mit dem Pesse Bank Slang. Kay ist richtig in Ordnung. Kay ist der beste. Bester Mann. Mein Gott, immer noch bis heute. Ja, wo sind meine Jungs aus NRW? Ich rap und pack den Shit. Scheiß drauf, ich kerz mit. Steven, einfach verspätet auch. Einfach verspätet, Bruder. Der hat einfach den geschaltet. Steven so, ah. Ey, yo, alles Gute zum Geburtstag. Die Party war wirklich richtig geil. Die war wirklich krass. Echt. Lauer. Von Berlin bis Index bis Diamonds, alles ist dabei, Bruder. Das war richtig, das war so traurig. Bruder. Das waren echte Tränen. Ihr hättet genauso geweint. 10 Jahre alles geprägt. Aber Bruder, Wallah, ich hab danach geflammt. Wallah. 13. Folge 2012 Party, Bruder. Dankeschön, dass ihr das alles verfolgt habt. Das war die letzte Folge vom Party, Bruder. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Alles real, alles echt. Ja, Mann. Kein Blatt vor den Mund genommen. Damals ganz andere Zeit. Und wenn wir wollen, ist wieder 2012. Peace. Ayua! Shababs!